Nachdenkseiten. Die kritische Website. Auswärtiges Amt verteidigt trotz offiziellem Dementi der Bundesregierung erfundenes Putin-Zitat. Von Florian Warwick. Andrej Bodemann, seines Zeichens Befehlshaber des territorialen Führungskommandos der Bundeswehr, hatte im Juli bei der Vorstellung des sogenannten Operationsplans Deutschland öffentlich behauptet, Putin hat gesagt, dass er das alte Gebiet der Sowjetunion wiederherstellen möchte, und mit Verweis auf das Zitat die massive Aufrüstung der Bundeswehr begründet. Auf Nachfrage des Bundestagsabgeordneten Thomas Dietz musste die Bundesregierung jetzt einräumen, dass ihr solche Äußerungen Putins nicht bekannt seien. Die Nachdenkseiten wollten vor diesem Hintergrund wissen, ob das Verteidigungsministerium und das Auswärtige Amt, deren Vertreter auf der Bundespressekonferenz Ähnliches behauptet hatten, eine Richtigstellung planen. Und Russland konstituiert seine Streitkräfte. Wir rechnen etwa damit, dass in 5 bis 8 Jahren Russland seine Streitkräfte so wiederhergestellt hat während des Krieges in der Ukraine, dass sie durchaus in der Lage sind, auch mit klassischen militärischen Mitteln das NATO-Bündnisgebiet anzugreifen. Und Russland hat viel in der Vergangenheit, Putin hat viel in der Vergangenheit angesprochen, was er tatsächlich dann auch umgesetzt hat. Und immerhin, er hat gesagt, dass er das alte Gebiet der Sowjetunion wiederherstellen möchte. Und dazu zählen eben auch die baltischen Staaten. Die Bundesregierung hat jetzt im August auf Anfrage des Bundestagsabgeordneten Thomas Dietz erklärt, ich zitiere ganz kurz, Äußerungen des Präsidenten der Russischen Föderation, Wladimir Putin, wonach eine Wiederherstellung der Sowjetunion beabsichtigt werde, sind der Bundesregierung nicht bekannt. Die steht jetzt im direkten Gegensatz zu der Aussage des Befehlshabers des territorialen Führungskommandos der Bundeswehr, Andrej Bodemann, der genau so ein Zitat Putin in den Mund gelegt hat und damit auch die massive Aufrüstung der Bundeswehr begründet hat. Auch Sie, Herr Kollatz, haben hier in der BPK, ebenso Sie, Herr Fischer, Ähnliches behauptet. Angesichts dieser jetzt offiziellen Antwort der Bundesregierung, dass ihr nichts Entsprechendes bekannt ist, würde mich interessieren, planen Sie denn eine Richtigstellung sowohl von Herrn Bodemanns Aussage als auch den von Ihnen hier respektive morgen getätigten Aussagen in der BPK? Ich habe unserer kleinen Pro-Seminar-Diskussion nichts hinzuzufügen. Herr Fischer? Wenn Sie nochmal das Zitat wiederholen, ich hatte Ihnen anfangs nicht zugehört. Oh, passiert immer. Also das Zitat war Äußerung des Präsidenten der Russischen Föderation, Wladimir Putin, wonach eine Wiederherstellung der Sowjetunion beabsichtigt werde, sind der Bundesregierung nicht bekannt. Genau das hat Herr Bodemann aber entsprechend bei der Vorstellung des Operationsplans Deutschland genauso formuliert gehabt. Herr Kollatz hat es hier verteidigt gehabt und wenn ich mich nicht völlig falsch erinnere, haben Sie Ähnliches behauptet. Deswegen würde mich interessieren, wie Sie jetzt mit dieser offiziellen Antwort der Bundesregierung, die auch über den Staatssekretär des AAs, also aus Ihrem Hause kommt, umgehen. Ja, ähnlich ist es nicht dasselbe. Und im Übrigen ist doch völlig klar, dass Russland ein imperialistisches Projekt verfolgt. Das müssen Sie doch nur in, da müssen Sie nur in die Ukraine schauen. Von daher verstehe ich Ihre Frage nicht so ganz. Ich meine, die Fakten liegen doch auf dem Tisch. Sie sind für jeden Tag nachvollziehbar. Russland ist mit einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg in sein Nachbarland eingefallen und verfolgt ein imperialistisches Projekt. Und da können Sie zum Beispiel auch die Schriften Putins selber nehmen, in denen er ja von der großen Brüderschaft zwischen Russland, der Ukraine und Belarus gesprochen hat und sozusagen damit begründet hat, warum er diesen Krieg gegen die Ukraine angefangen hat. Von daher bin ich etwas irritiert über Ihre Nachfrage. Ganz kurze Nachfrage noch. Ich habe hier die Aussage der Bundesregierung zitiert, das habe ich mir jetzt nicht erfunden. Und die sagt, Ihnen sind diese Zitate nicht bekannt. Und einer der führendsten Generäle dieser Republik erzählt, dass Putin genau das sagt, Wiederherstellung der Sowjetunion in ihren damaligen Grenzen. Die Bundesregierung sagt, diese Aussage ist ihr nicht bekannt. Herr Kollatz hat das damals verteidigt. Sie haben Ähnliches gesagt. Und Russland kann jetzt 5-mal imperialistisch sein, Ihrer Wahrnehmung, aber es geht um ein konkretes Zitat, das Putin zugeschrieben wurde, von der die Bundesregierung sagt, gibt es nicht. Und Sie beide sagen, die gibt es. Da gibt es ja einen gewissen Widerspruch. Herr Warwick, ich habe Ihnen gerade gesagt, was ich dazu zu sagen habe, dass Putin ein imperialistisches Projekt verfolgt. Ich meine, Sie sind lange im Urlaub gewesen, möglicherweise haben Sie das verpasst in der Zeit. Aber grundsätzlich ist es doch so, dass es seit 2,5 Jahren einen imperialistischen Angriffskrieg gibt. Ja. Und ja, es ist mir fast zuvor gekommen. Und dass sozusagen es keinen Zweifel daran gibt, dass Russland unter Putin
ein imperialistisches Projekt verfolgt und versucht, sein Nachbarland zu überfallen und einzuverleiben. Ich meine, da gibt es doch keinen Zweifel. Von daher verstehe ich den Hintergrund Ihrer Frage absolut nicht. Das ist völlig absurd. Dann Frau Trams, neues Thema. Hintergrund. Zitat: Liegen der Bundesregierung öffentliche oder nicht öffentliche, geheimdienstlich erlangte Äußerungen des Präsidenten der Russischen Föderation Wladimir Putin vor, welches die verschiedentlich in der öffentlichen Debatte geäußerte These belegen können, dass Russland die UdSSR, Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, in den Grenzen von 1989 wiederherzustellen beabsichtigt? Und wenn ja, was liegt der Bundesregierung vor? Bitte die Quellen mit Datumsangaben benennen. Zitat Ende. So lautete die schriftlich eingereichte Frage des AfD-Bundestagsabgeordneten Thomas Dietz, auf die der Staatssekretär des Auswärtigen Amtes, Dr. Thomas Bagger, im Namen der Bundesregierung am 1. August wie folgt antwortete. Bundesdrucksache 20-12418, Seite 33, Zitat: Äußerungen des Präsidenten der Russischen Föderation Wladimir Putin, wonach eine Wiederherstellung der Sowjetunion beabsichtigt werde, sind der Bundesregierung nicht bekannt. Zitat Ende. Zwar führt die Bundesregierung nach der eigentlichen Antwort noch aus, wohl aus Gründen der versuchten Ehrenrettung für den General, dass allerdings die aggressiv drohende Rhetorik gegen Nachbarstaaten und Versuche, Staatsgrenzen in Russlands Nachbarschaft gewaltsam zu verschieben bzw. diese Staaten mit anderen Mitteln zu dominieren, inzwischen integraler Bestandteil der imperialistischen Außenpolitik Wladimir Putins seien. Doch ändert dies nichts an der Tatsache, dass die Bundesregierung höchst offiziell einräumen muss, dass einer der ranghöchsten deutschen Generäle ein Putin-Zitat erfunden hat, um damit die milliardenschwere Aufrüstung der Bundeswehr und die Notwendigkeit des Operationsplans Deutschlands zu rechtfertigen. Kehrtwende der Bundesregierung? Als der Autor dieser Zeilen am 3. Juli dazu in der Bundespressekonferenz nachgefragt und um Quellenbelege gebeten hatte, äußerte sich der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Oberst IG Arne Kollatz, noch wie folgt im Namen der Bundesregierung dazu. Ich persönlich meine, das schon an vielen Stellen in den Raunereien, die man von Putin so hört, wahrgenommen zu haben. So wie? Nun ja, ich bin ja nicht Ihr Recherchebeauftragter. Ich habe bei Ihren Kolleginnen und Kollegen schon viele von diesen Zitaten gelesen. Vielleicht bemühen Sie sich bei den Kolleginnen und Kollegen, die bei der Recherche vielleicht ein bisschen begabter sind, Hilfe zu suchen. Herr Kollatz, André Bodemann, Befehlshaber des Territorialen Führungskommandos der Bundeswehr, hatte am 1. Juli bei der Vorstellung des Operationsplans Deutschland erklärt, ich zitiere ganz kurz: Putin hat immerhin gesagt, dass er das alte Gebiet der Sowjetunion wiederherstellen möchte, und dazu zählen auch die baltischen Staaten. Da würde mich nur die Quelle interessieren, wann und in welchem Kontext der russische Präsident dies gesagt hat. Also ich persönlich meine das schon an vielen Stellen auch wahrgenommen zu haben, in den Raunereien, die man von Putin so hört. Aber wenn Sie sich auf die direkten Quellen von General Bodemann beziehen, müssten Sie ihn schon selbst fragen. Weitere Fragen? Zusatz? Nee, nur das ist ja so ein bisschen so ein Déjà-vu. Das hatten wir kurz auch bei Lanz, als der selbsternannte Waffenexperte Hofreiter dasselbe behauptet hatten auf Nachfrage von dem Bundeswehroberst und auch Lanz selbst, das ebenfalls nicht belegen konnte. Und Sie vertreten ja nun mal in dieser Funktion auch die ranghöchsten Bundeswehrgeneräle. Und wenn hier etwas, was ja auch eine extreme eskalative Relevanz hätte, wenn das so wäre, diese Aussage, wäre es doch schon sinnvoll, dass Sie das entsprechend belegen könnten. Naja, nun bin ich ja nicht Ihr Recherchebeauftragter. Ich habe bei Ihren Kolleginnen und Kollegen schon viele von diesen Zitaten gelesen. Vielleicht bemühen Sie sich, vielleicht bei Ihren Kolleginnen nachzufragen, die da an der Recherche vielleicht ein bisschen begabter sind, Hilfe zu suchen. Darf ich ganz kurz? Wenn ich vielleicht ergänzen kann noch, Herr Warbeck, dass die russische Regierung von territorialer Integrität ihrer Nachbarländer im Moment nicht so wahnsinnig viel hält, sieht man ja nicht nur an dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, aber da reicht es auch auf den Telegram-Kanal des stellvertretenden Vorsitzenden des russischen Nationalen Sicherheitsrats, Herr Medvedev, zu gehen, der ein Video teilt, wo die Ukraine dem russischen Staatsgebiet zugeschlagen wird. Gut, hier ging es aber um den russischen Präsidenten. Aber wenn ich bei den Kollegen gucke, dann sehe ich zum Beispiel bei NTV oder Spiegel Berichte 2015 sehr explizit, Putin will die Sowjetunion nicht wieder errichten. Und alles, was man bei Recherchen findet, geht genau in die entgegengesetzte Richtung, zumindest was dessen Aussagen angeht. Die Intention sei mal dahingestellt, aber das, was man konkret findet in offen zugänglichen Quellen, besagt das Gegenteil von dem, was einen der ranghöchsten Bundeswehroffiziere
öffentlich zu Wort gibt. Ich finde das schon durchaus ein Thema, bei dem sich auch das Verteidigungsministerium um Quellenbeleg bemühen sollte. Und ich glaube nicht, dass das meine Aufgabe ist. Ich habe das gemacht und wie gesagt, die Quellenlage geht in eine ganz andere Richtung. Meine nicht. Bevor wir jetzt zu einer größeren medienpolitischen Debatte werden. Auf die Nachfrage der Nachdenkseiten bei der aktuellen Regierungspressekonferenz am 21. August, wie sich Verteidigungsministerium und Auswärtiges Amt nach der offiziellen Antwort der Bundesregierung an den Bundestag zu dem erfundenen Putin-Zitat verhalten und ob sie eine Richtigstellung planen, verweigerte der BMVG-Sprecher komplett die Antwort. Ich habe unserer kleinen Pro-Seminar-Diskussion nichts hinzuzufügen und der Außenamtssprecher hat tatsächlich die Chrupze, trotz des offiziellen Dementis aus seinem eigenen Haus die Falschdarstellung zu verteidigen. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.